Ich hab keine Stimme mehr. Also 2020, ein sehr kurioses Spiel. Es war eine Abwehrschlacht, wie zu warten in der ersten Halbzeit. Angriff sehr schwach. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Halbzeitstand war. 5-6-6 oder sowas. Und gut, es war die taktische Vorgabe, dass wir zwischen 1 und 2 und 5 und 6 dort die Lücken reißen. Dort ist Rinteln auch am schwächsten. Rinteln war auch nicht unbedingt der erwartet starke Gegner. Wir haben einfach jeden TG verschossen. Ich glaube, von der ersten Welle haben wir eine Quote von ein Tor von 7 Versuchen. Und hätten wir die Dinger reingemacht, wäre das klar für uns gewesen, das Spiel. Aber ich denke, letztendlich 2020, wir können uns nicht beschweren in Rinteln. Die müsst ihr auch nochmal zu uns. Und dann, denke ich, holen wir uns einen Sieg. Am Ende der Pech, 10 Meter, ist immer schwer, schwierig zu sein, wer wirft, klar, hatte ich auf Jarmakow im Spiel, ne? Leider, er verwirft, das ganze Spiel, klar, dominiert nach wie, logisch, alles okay, danke für alle Zuschauer, danke für Gegner, danke für Schüler, danke für alle, ja, kleines Pech, aber ich, also das Letzte, ich habe nicht gewusst, habe ich gedacht, dass Schaum ist stark ohne erste Mannschaft, das heißt, du musst auch erste Mannschaft holen, um zu schlagen, und das hat nicht gelungen. Das heißt, ich hoffe, dass nächstes Mal spielt normale Fair mit der ersten, zweiten Mannschaft, nicht für Leute von der ersten Mannschaft. Und, aber gut, wie gesagt, so geht kleine Vereine runter. Wenn Oberliga kommt, einer Spieler, das reicht auch für unsere Liga. Danke. Vorher war eine